Kommt er überhaupt wirklich voran oder? Ah, ich glaube, ich habe schon mal, als ich noch klein war, so lange gewartet, bis der ungefähr hier, glaube ich, war. Dann bin ich wieder im Bild zurück, dann wieder hier und dann war er wieder hier am Anfang. Also egal wie er es versucht, die Matrix wird ihn immer wieder zurücksetzen. Toaster. Mal sehen, wie weit er in der Zeit kommt, wo wir hier ein bisschen rumgucken. Also er ist schon mal auf unserer Ebene. Erzähl ihm oft, dass er... Hallo, ich bin Freddy Fisch und das ist mein bester Freund Lukas. Hallo, ich bin U. U? Sie sind nicht Freddy. Naja. Nur U? Ist das die Abkürzung für etwas? Ja, es ist die Kurzform für Ulfried Johann Eusebius Augustin Friedemann Frohwin, ach, wie war noch der Rest? Wir nennen sie einfach U. Ja, das tun die meisten Leute. Es sieht so aus, als ob das Rad von diesem Wagen abgefallen ist. Vielleicht kann ich das reparieren. Wenn er so mal versuchen würde, nach vorne zu kommen, dann wäre er schon ein Eck schneller. Das Rad sieht so aus, als ob es nur eine neue Mutter braucht, die es am Wagen festhält. Also wir kommen des Rätsels Lösung schon wieder relativ nah. Ja, wenn er mal so sich anstrengen würde, nach vorn zu kommen, dann ginge das Ganze schon viel besser. Ist das Ihr Seepferdchen? Ja, sein Name ist Fury. Hi, Fury! Freddy, meinst du, wir könnten vielleicht auf Fury einen kleinen Ausritt machen? Fury gehört uns nicht und außerdem arbeitet er im Moment, Lukas. Es kommt mir nicht so vor, als würde er arbeiten. Naja, er steht eine Weile da, ohne etwas zu tun. Er ist bestimmt ein Vollblutfisch, so schnell wie er aussieht. Fury war in jungen Jahren ein Rennseepferd. Du hättest bestimmt gerne ein bisschen Auslauf, oder? Ich schätze, ich nehme das mal jetzt hier. So, weiter geht's. Bist du fertig? Was? Nein. Okay, dann benutzen wir mal den Faden da, wo er benutzt werden soll. Und das wird uns dann wahrscheinlich weiterbringen in anderen Sachen. Eventuell. Gott sei Dank geht es ab hier jetzt alles relativ schnell, weil wir jetzt ja immer nur noch... Wie wär's, wenn wir uns ihre Zähne noch einmal angucken? Bitte tut euch keinen Zwang an. Und auf geht's. So, und nun das Rätselslösung. Faden. Komm, Lukas, probieren wir es damit. Wie können die Leute bloß was sehen, wenn sie diese Dinger aufhaben? Warte mal, da ist ein Guckloch. Ich glaube, du könntest einen etwas kleineren Hut vertragen. Es gibt kleinere? Wunderbar. Na gut. Was ist mit Kuchen? Wollt ihr Kuchen essen? Hier, probiert mal. Aber es ist Schokoladenkuchen. Ja!
Wir haben den Hut aus ihren Zähnen herausbekommen. Ein bisschen Zahnseide war alles, was dazu nötig war. Na, ist das eine Wohltat. Der hat mich ganz verrückt gemacht. Können wir ihn uns ausleihen? Klar, er würde mir sowieso nur wieder zwischen die Zähne geraten. Danke. Danke, dass ihr ihn rausbekommen habt. Keine Ursache. So, jetzt haben wir schon mal einen stylischen Hut. Da wir überall anders jetzt auch gerade erstmal nicht weiterkommen, gehen wir nochmal zurück zu den Arbeitern und von da aus einmal hier diese Treppe nach oben. Ja, siehst du, hier sind wir schon wieder. Guten Abend, Madame. Sir, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Dieter Thomas Hai und ich vertrete die Biloxi Premium Kaugummi- und Radmuttergesellschaft. Drittgrößter Vertrieb von Kaugummi und Radmuttern auf der nördlichen Halbkugel. Ich bin Freddy Fisch und das ist mein Kumpel Lukas. Meine Arbeitgeber haben mich ermächtigt, meinen Lagerbestand zu räumen, um Platz zu schaffen für die Modelle des nächsten Jahres. Alles muss weg. Daher biete ich, Dieter Thomas Hai, meine Ware zu Preisen an, die so niedrig sind, dass man sich bücken muss, um sie überhaupt zu sehen. Toll! Freundliche Erinnerung an Dieter Thomas Hai. Du schuldest Don Vito dem Hai 20 Riesenmuscheln. Zahle sie zurück, aber Dalli. Was ist das? Oh, das ist gar nichts. Es ist ein Gedicht, an dem ich schreibe. Das ist aber ein seltsames Gedicht. Das sind selbstschließende Radmuttern der Marke Gutsitz. Die besten Radmuttern, die es gibt. Es gibt sie in verschiedenen Formen und sie passen garantiert auf jedes Rad, das nach 1986 hergestellt wurde. Und wenn eine Mutter nicht passt, kann man unsere großzügigen Umtauschbedingungen ausnutzen. Gutsitz-Radmuttern gibt es zurzeit im Sonderangebot. Für nur 3 lila Seeigel das Stück. Wie ich sehe, siehst du dir den Kaugummi an. Du hast einen guten Geschmack, junge Dame. Denn das ist zufällig Supergummi-Kaugummi. Der beste Kaugummi, der ohne Rezept zu haben ist. Das ist das letzte verfügbare Päckchen. Alles andere ist schon reserviert. Für nur 2 lila Seeigel kann es euch gehören. Wir möchten eine Radmutter kaufen, bitte. Aber gewiss. Die Radmuttern kosten 3 lila Seeigel. Also lege ich sie für euch zurück. Und ihr bekommt sie, wenn ihr mir die beiden anderen Seeigel gegeben habt. Und wenn ich das sagen darf, eine Gutsitz-Radmutter ist eine wirklich ausgezeichnete Investition. Ja. Gott sei Dank haben wir schon die anderen beiden lila Seeigel. Hier ist noch ein lila Seeigel für unsere Radmutter. Sehr gut. Mal sehen, jetzt nur noch einen lila Seeigel und diese fabelhafte Gutsitz-Radmutter gehört euch. Wir haben einen lila Seeigel. Hier ist der letzte lila Seeigel für unsere Radmutter. Können wir sie jetzt haben? Aber natürlich. Ihr könnt euch eine beliebige Form aussuchen. Und wenn ihr damit nicht zufrieden seid, könnt ihr sie zurückbringen und gegen eine andere tauschen. Wir von der Biloxi Premium Kaugummi- und Radmuttergesellschaft halten viel vom Service am Kunden. Die hier sieht gut aus. Danke. Nein, danke. Lass uns noch eine Radmutter kaufen. Ich glaube, wir brauchen keine zweite. So, mit Ö, dann hätten wir ja nicht vergessen. Ja, alles klar.
Jo, läuft, ne? Pick us a nut, nut, this, nut, get out, out, y'all get ya. Yo, do, 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 you know what, y'all? Noch irgendwas? Jawohl, wir haben alles vorrätig. Kaugummi, Radmuttern, Radmuttern und Kaugummi. Wissen Sie ganz bestimmt nichts über Viehdiebe? Überhaupt nichts. Das brauchen wir also, wenn wir wie Fischdiebe aussehen wollen. Wir haben einen solchen Hut. Unser Hut hat allerdings eine andere Farbe. Wir brauchen noch die Schnalle und die Schleife. Wollen wir mal gucken, dass wir den Rest auch irgendwie rankriegen. Guten Abend, Sir. Haben Sie vielleicht Interesse an... Hi, Dieter. Hast du die 20 Riesenmuscheln, die du mir schuldest? Nicht ganz. Wie viel ist nicht ganz? Ich habe einige lila Seeigel. Weißt du, mein Hundefisch braucht eine Operation. Keine Sorge. Ich stehe kurz davor, ein ganz großes Geschäft abzuschließen. Ach ja? Was denn? Ich kann im Moment nur sagen, es ist richtig groß. Du bekommst deine Riesenmuscheln in ein paar Tagen. Na gut. Hoffentlich ist es gut, was immer du davor hast. Oh, das ist es. Es ist wirklich gut. Na. Vielleicht mal eine Anti-Pickel-Creme benutzen. Teddy! Okay, ja, wo gehen wir denn jetzt mal weiter? Gucken wir mal hier. An ihnen vorbei zu. Au! Wir müssen uns. Autsch! Es muss einen Weg geben an. Wie es aussieht, Wir müssen uns an ihnen vorbeischleichen, während sie nicht im Weg sind. Geht doch. Ach, sieh mal. Wir haben es geschafft. Ich wusste, dass wir es schaffen. Sieh mal, Freddy. Ein lila Seeigel. Wir sind reich! Es ist eine Kurbel. Haben wir nicht vor einer Weile etwas gesehen, wo eine Kurbel fehlte? Was war das? Ich erinnere mich nicht. Tja, wir nehmen sie mit. Ah. Tja, wo nix mit mutiger Krieger.
Hauptquartier. Alles klar, wollen wir wieder zurück.